Ja, noch 3 Tage habe ich für den Tempozauber und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Es ist am Regnen, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich dann entsprechend nicht gießen muss. Bleib doch einfach mal hier. Ich muss nur mal eben wissen, 2,5 Stunden. Ja, ich hatte die ein bisschen später, glaube ich, gemacht, ne? Dann kümmern wir uns erstmal um Oh, look at Kitty. the head scratches. Und erhalten eine Grille. Sehr schön. Hinten ist kein großer Fisch drin. Dann gehen wir erstmal nach oben. Da ist auch kein Fisch, aber eine Blume, die wir noch pflücken können. Okay. Und wir haben wieder viel zum Graben. Machen wir das doch mal. Geld. Geld ist immer gut, gerade wenn man so viel braucht. Aber gut. Ich sag mal, zur Not hat man natürlich auch die Fischstäbchen. Also die Fische, die man dann angeln kann und daraus Fischstäbchen machen und dann verkaufen kann. So, hier ist jetzt nichts versteckt hinter den Bäumen. Schauen wir nochmal eben kurz oben an der einen Stelle nach. Da ist auch wieder nichts. Da ist selten jetzt was gewesen in letzter Zeit, muss ich sagen. Fische, doch, das sah jetzt gerade, aber ich glaube von der anderen Seite, oder? Nee, doch von der Seite. Wieso komme ich da nicht ran? Jetzt. Gerade sagen, das sah gut aus. Da war auf jeden Fall ein großer Fisch dabei. Wir brauchen ja nicht nur ganz, ganz viel Geld, um die Sachen herstellen zu können, beziehungsweise bauen lassen zu können, was wir brauchen. Wir brauchen auch ganz, ganz viel Geld, damit wir ja auch die Ressourcen letztendlich bekommen, die wir brauchen. Ein Mondfisch. Ah, den haben wir schon lange nicht mehr geangelt. Den gibt es auch, glaube ich, nur hier. Also stand da mal irgendwann dran. Haben wir nur 2 Sachen? Nee, Moment, hier oben ist noch was da. Okay, perfekt. Dann haben wir das auch schon mal. 8 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir dann schon rübergehen können. Ich habe so das Gefühl, dass die, wie gesagt, im Moment noch nicht arbeiten. Wir schauen erstmal nach unseren Tieren. Hallöchen, ihr beiden. Voll am Rausschauen dabei. So. Und einmal lieb haben, bitte. Und wir haben wieder eine Hühnerfeder bekommen. Sehr schön. Was ist mit euch beiden? Ihr habt euch auch versteckt hier drin. Ach, die kann ich jeden Tag melken. Sieht so aus. Ich meine, gut, bei echten Kühen, glaube ich, ist es auch so, dass die jeden Tag gemolken werden können, ne? Na, die hat sich gefreut. Hat aber diesmal nur eine Milch gegeben, aber ist nicht schlimm. Vielleicht war das ja noch die alte Milch sozusagen, die da noch drin war beim letzten Mal. Oh, es ist schade, dass ich die Mäuse nicht füttern kann. Okay, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Haben wir hier denn noch? Ja, natürlich haben wir hier. Nein, Finger weg. Oh Gott. Du sollst das nehmen, wo du vorstehst. Das, was ich gerade bestätigt habe und nichts anderes. Mann. Also, das ist was, das regt mich zwar nicht auf, aber oh, da habe ich immer so ein Gefühl dann. Kein richtiges Aufregen. Auch jetzt mach, nimm das andere, komm. So. Ist auch schlecht, dass da oben schon wieder Bäume hinkommen. Weil ich muss ja immer noch die 2 Tage abwarten. Ne, 3 Tage waren es, glaube ich, sogar, ne? Ich meine, 7 fehlten mir noch. So, da haben wir auch noch was. Sehr schön. Und noch ein Pilz. Wobei von den Pilzen habe ich ehrlich gesagt, wenig gebraucht, beziehungsweise gar keine mehr gebraucht. Ich bin am Überlegen, ob wir die überhaupt für irgendwas brauchen. Na komm. Thomas, was ist eigentlich mit dir nicht richtig? Warum bist du hier schon wieder am Gießen? Oh, neue Aufgabe. Hi Thomas, having a nice day? There you are. Been wanting to talk to you.
That offer to buy my place I mentioned before? Well, whoever it is, they've stepped it up. Got more letters in the mail, seen tracks around the farm that aren't mine. What about you? Has anyone offered to buy your farm? Any idea who it might be? Nö. Ich würde auch nie verkaufen. No, but I would never sell anyway. My farm stays in the Wild family. Good for you. Always amazed how some folks will just throw away their history. Just keep your eyes and ears open and don't trust anyone, especially newcomers. What about me? I'm a newcomer too, Thomas. Nah, you're an islander now, Tara. And we have to protect this place. Ah, wir sind beste Freunde und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. In die Tiefe gehen. Wahrscheinlich der erste beste Freund oder sowas. Oder die erste beste Freundschaft. Achso, mit ihm reden kann ich aber trotzdem nochmal, ne? Nee, kann ich nicht mehr. Och. Oder kann ich jetzt nicht mehr mit ihm reden, weil wir komplett voll sind? Das kann natürlich sein. Da müsste ich mal drauf achten, ob das beim anderen dann auch so ist, wenn er voll ist. Och, jetzt ist hier natürlich wieder keiner da. Oh, Mann, ich muss dringend nochmal Futter kaufen, aber der Typ ist irgendwie nie am Arbeiten. Ach so, Moment. Es kann aber sein, dass der erst um 10 Uhr auftaucht. Es kann aber auch sein, dass der die anderen Tage erst um 10 Uhr aufgetaucht ist. Bis Samstag geschlossen. Sonst wäre er eigentlich um 9 da gewesen. Na gut. Ah, das ist doch sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, gut, ich habe natürlich noch genug. Deswegen kaufe ich ja auch extra so viel von dem Futter. Damit ich eben nicht darauf angewiesen bin. Jemand will die Farm kaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Bürgermeister dahinter steckt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht einer von... Aber die haben ja doch da auch alle ihre eigenen Geschäfte in dieser anderen Welt. Ich glaube nicht, dass da einer eine Farm kaufen würde, oder? Quick! Und was meinte er mit seine Vergangenheit wegwerfen? Ich meine, klar, meine Vergangenheit oder ihre Vergangenheit ist, dass sie in der Stadt gewohnt hat. Aber sie vermisst das ja nicht, sage ich mal. Deswegen, ja, weil sich das jetzt so negativ angehört hat irgendwie. Oh, quick! Ah, da hinten ist auch noch ein großer. Den nehmen wir gleich auch noch eben mit. Oh, yeah! Das hast du gehört, ne? Dann kommst du direkt angesprungen hier. Ein Stör. Ein störrischer Stör. So, bei meinem Glück können wir wahrscheinlich jetzt heute nicht verkaufen. Ich meine nämlich, die ist... Freitags also hat freitags geschlossen und samstags geöffnet oder irgendwie so ganz komisch. Also die, wo wir die Fischstäbchen verkaufen können. So. Dann schauen wir hier erstmal. Und können ausnahmsweise wieder was finden. Sehr schön. Wie sieht es mit Fischen aus? Da ist nochmal ein großer dabei. Ich dachte gerade schon, da kommt einer. Oh nein, komm. Nicht jetzt. Oh, quick! Ich brauche das Geld. Oh Mann. Ich mach wenigstens als nächstes direkt die Flasche. Damit ich hier nicht zu lange warten muss. So. Hang on. This isn't a fish. It's some kind of recipe. Bratflunder-Sandwich. Gut, ich habe keine Ahnung, wie eine Flunder schmeckt, aber Fisch ist auf jeden Fall sehr lecker. Oh, was machst du denn hier, Bruno? Das heißt, ich kann I've bei dir keine Köder kaufen. I've seen a lot of people come and go, but I'm glad you've made this place a home. Oh, das hast du aber schön gesagt, Bruno. So, dann angeln wir hier auch nochmal. Aber wie gesagt, wir brauchen bald neue Köder, Bruno, ne? Guck, ich lass die Kokosnuss... Nee, das ist der Kleine, ne? Ja. Ich lass die Kokosnuss mal einfach so hier liegen. Oh, der Große? Ja.
Vielleicht beißen die Fische dann besser an, wollte ich jetzt gerade scherzhaft sagen. Aber gut, hier unten ist noch einer. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal zurücklaufen. Fischstäbchen machen, um dann voller Elan in die, ins Dörfchen, sage ich mal, Stadt ist es ja nicht, ins Dörfchen zu laufen und dann festzustellen, dass wir sie gar nicht verkaufen können. Ich weiß es nicht genau, aber wir müssen ja sowieso noch mal kurz zurück, weil wir ja auch noch in die Parallelwelt, sage ich mal, gehen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir dann jetzt direkt. Wenn ihr übrigens die ganze Zeit irgendein komisches Gegacker im Hintergrund hört, das ist nur meine Tochter. Also hier passiert nichts Seltsames. Das ist nur Lachen. Ich denke, das Mikrofon nimmt es nicht auf, aber ich wollte es trotzdem schon mal gesagt haben. Man weiß ja nie, was alles so mit aufgenommen wird. So. Dann. Den. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück haben wir noch machen können. Okay. Da müssen wir aber auf jeden Fall auch nochmal was Neues von dem Mehl kaufen. Da wir das ja leider selber nicht herstellen können. Also herstellen können schon, aber nicht die Sachen dafür da haben. Ah, siehst du? Der ist nämlich jetzt da. Oh. So, how long were you planning on letting me believe that you lived in Milkwater? Well, it's what the residents of Fairhaven have always assumed, so I just went with it. Is it strange living among the Fae? Since you were born human. Yes. I still feel like I have a lot to learn about Fae customs and rules. I do miss having low-stakes human conversations sometimes. But I rather avoid going to town if it's not necessary. Wie wäre es, wenn ich dich öfter besuche? Besuch den Hexenzirkel. Ja, das wäre natürlich, aber ich würde es lieber vermeiden, in die Stadt zu gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Besuch den Hexenzirkel wäre natürlich nicht schlecht. Da könnt ihr auch mit den Leuten reden. Wenn ich dich öfter besuche. Ja, aber dann redet der ja nicht mit den anderen, ne? Und er ist ja tagsüber, ist er ja auch da. Also, wenn das jetzt ein Flirtversuch wäre, würde ich jetzt sagen, ist das natürlich sehr positiv. Wenn ich jetzt sage, wie wäre es, wenn ich dich öfter besuche? Ich versuch's mal. If you don't want to come to town, I'll visit you here more often. That way you can still get some human interaction. That's kind of you. I would be delighted. Oh, and my samovar is always hot and ready to make a cup of tea. I hope you don't mind my saying so. But I see a lot of Hazel in you. I hope you decide to stay on. And come visit us in Ravenwood Hollow whenever you need anything. Wir haben unser erstes Herzchen. Jetzt habe ich mir endlich mal meinen zukünftigen Partner ausgesucht und jetzt brauchen wir 7 Herzen, um den zu bezürzen. Das heißt eigentlich nur, um beste Freunde zu sein. Ich weiß nicht, ob man den vorher schon heiraten kann. Keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht. Used to be my enemy. Sometimes it still is. I'm trying to see it as my friend, though. Ach, solange du nicht anfängst, andere aufzufressen, ist alles gut. So, da Nachtbeschwörungszauber. Ach so, ja, das wollten wir ja leveln, damit wir die anderen überhaupt kriegen, ne? Und ich habe jetzt natürlich noch nichts anderes. Also ich habe schon was, aber das kann ich jetzt nicht. Ich weiß halt immer noch nicht, ob wir den brauchen mit den Zeitanhalten. Das ist so eine Sache. Und der ist jetzt auch nicht gerade günstig. So, how well did you know my grandma? I knew her almost all her life. She was much younger than you are now when Vivian brought her to the coven. She told me she would leave this world, perhaps 2 human years ago. We talked about it many times. I felt I could speak freely with Hazel. And she with me. Ja, das ist doch schön. Und natürlich dann auch irgendwie traurig, wenn man dann so jemanden verliert. Ach ja, ich muss ja was abgeben. Bitteschön. Oh, Wildling. This is extraordinary. With this, I will do mischief unlike anything you have ever seen. Hallo?
Ich dachte, du brauchst das für Vögel. Humans have terrible senses of humor. I asked a flock of sparrows who had recently eaten to fly over the leader in your town. But he didn't even laugh when the birds let loose. Well, I think that's funny. So, dann haben wir mit... Nee, wir haben noch nicht mit allen gesprochen. Hier mit der Rosanen. Mit der, ich sag immer, mit der Werkshilfe quasi. die ist aber doch... War die ein Kobold oder sowas? You mentioned you have nephews. Sure do. My sister and her family live in the city. Moved there years ago. I didn't know goblins lived in the city. Oh my, yes. Goblins love a good abandoned subway station. Ooh, nice and dank. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, dann einmal wieder zurück. Zack. So, jetzt bin ich schon wieder komplett raus. Das haben wir jetzt alles gehabt. Wir haben unten auch schon geguckt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell in die Stadt, ob wir eventuell was verkaufen können von den Fischstäbchen. Achso, sie haben wir auch noch nicht gehabt. The only good thing about being stuck with an island dating pool is that no one can ghost you. We're always gonna run back into each other. Naja, kann aber irgendwie auch negativ sein, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Weil, man den Leuten halt eben nicht aus dem Weg gehen will, wenn man es selber wollen würde. Ja, nicht aus dem Weg gehen will, nicht aus dem Weg gehen kann, meine ich natürlich. Natalia nearly cleared me out on butter and veggies. Said she was gonna cook up a snack storm before her next trip down to the mines. So, nein, 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 ich wollte eigentlich nur runtergehen. So, dann würde ich sagen, kaufen wir hier nochmal 14 nach. Damit wir wieder 20 Fischstäbchen herstellen können. I've been here long enough. I can guess what my customers will pick up. Like Giva, she's all about tea. Oh, ist das geil. Also gut, Maulbeersetzling haben wir sowieso schon zwei oder sogar drei. Ne, einen habe ich glaube ich noch... Moment, ich kaufe doch jetzt, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen. Granatapfel weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir den haben. Wenn ja, haben wir auf jeden Fall keinen zweiten. Ich muss auf jeden Fall den Orangenbaum holen. So, die zwei Sachen auf jeden Fall. Ja gut, den anderen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Oh Gott, was seid ihr denn hier alle? Unterwegs. Juliet's pretty good on the strings. You think she'd play a cover of Home on the Range for my channel intro? Einfach mal fragen, würde ich sagen, ne? Are you taking a vacation this summer, Cameron? Ah, but you see, you don't need a vacation if your life is aligned with your true purpose. Okay. I just run the local watering hole. Sophia's keeping the heart of the town going. So. Giva's full of surprises. I swear I get smarter every time we talk. Ich wollte gerade sagen, das ist bei alten Frauen immer so, aber so alt ist sie ja noch nicht. I miss spending rainy days with Juliet. We'd stay in all day and whip up a fancy multi-course meal that she thought up. Family dinners were always memorable. Ja, dann verkaufen wir nochmal eben die Fischstäbchen. Zack, dann haben wir wieder 3000. Sehr schön. So, er ist sowieso oben, sonst haben wir nichts mehr unten. Ich denke mal, am Grab müssen wir jetzt auch nichts groß machen. Oh, du bist mir heute, glaube ich, noch nicht über den Weg gelaufen, oder? Ich bin mir nicht sicher. I've never understood people who say, nice weather, isn't it? All weather is nice. Naja, wenn es so regnet, würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Wobei es für mich natürlich schön ist, weil ich nicht gießen muss. Is it silly that I miss heading out to water my garden on rainy days like this? Das war so klar, dass dieser Spruch jetzt genau passenderweise kommen würde, sobald ich das gesagt habe. Alraune, das heißt, wir können noch mal einen Trank machen. Sehr schön. Das ist immer gut, wenn ich wieder mal was farmen muss. Ach, ich dachte, dich könnte ich gleich suchen.
besuchen, was auch immer. I'm not a counselor, but I think this place could use one. At least one that's not Cameron. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Meine Liebe, oh, hier haben wir noch einen Fisch, den nehmen wir noch mal direkt mit. Also einen großen Fisch. Wenn er denn mal rangeht. Na? Oh yeah! Ich wollte gerade noch sagen, aller guten Dinge sind drei und da war er auch schon dran. Oh, jetzt ist es aber richtig. Hallo, holla die Waldfee, was geht denn jetzt ab hier? Hier sehe ich gar keine Fische, es ist viel zu dunkel. Komm, red mit mir. Was ist mit dem Wetter los hier? Cameron's always bringing me stew. I suppose he thinks I'll convert. The poor fella. Ja, konvertieren wegen ein bisschen wegen ein bisschen Eintopf. Das wäre es jetzt. Ich dachte gerade, der geht rein wegen dem Mistwetter hier. Ne, da sind nur kleine Fische. Okay. Konnte ich jetzt nicht so richtig sehen. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir hier machen können. Gucken wir hier nochmal eben. Oh ja, heute können wir die auch wieder einsammeln. Sehr schön. Da muss ich da... Ne, mit dir habe ich eben gesprochen. Muss ich da beim nächsten Mal noch dran denken. Ja, und wenn es jetzt so ungemütlich ist, würde ich sagen, machen wir nochmal die letzten paar, die wir machen können. Stop by Town Hall anytime if you're looking for volunteer opportunities. We could always use another pair of hands. Und schon muss ich wieder in den Regen zurück. Ach, gruseliges Wetter. I should be thinking about what flowers to order for the shop. Instead, I'm dreaming about what fabrics would work best on a pleated A-line skirt. Stand da gerade Glockenrock? Oh Gott. Ach so, da wollten wir doch auch noch mal kurz nachgucken. Moment. Die haben wir einmal. Die haben wir sogar zweimal. Also gut, theoretisch könnten wir das machen. Frage ist jetzt... ja, kann nicht angebaut werden. Es wäre aber schön, wenn ihr schreiben würdet, wann es angebaut werden kann. Da muss ich wirklich warten bis zum nächsten Monat. Naja, gut. Muss ich das spontan machen, wenn die Jahreszeit wird? I represent everyone in our community, not just people who like me, but most people like me. Meinte natürlich nicht nächsten Monat, sondern die nächste Jahreszeit. Oh, mit dir haben wir auch noch nicht gesprochen. Ugh, summer heat in a hot oven means my bakery is basically the surface of the sun right now. When is this summer ever gonna end? Die Frage ist eher, wann hört das Gewitter hier endlich auf? Es ist tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass wir hier wirklich so ein Gewitter drin haben. Everyone always wants their diamonds to have no inclusions, but I think a few imperfections just make them more unique. Ja, es ist wie mit den Menschen. Zu perfekte Menschen sind einfach ja, nicht besonders anziehend. Achso, mit dir haben wir schon gesprochen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, Fische werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Also große Fische zumindest. Dass ich noch ein wenig in die Mine gehe, Holz hacke. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich würde sagen, dass ich noch ein wenig in die Mine gehe. Viel kann ich ja eigentlich nicht machen. Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall... Neue Erde. Nein, du sollst das nehmen. Neue Erde zu machen. So, zack. 46, ja. Ich hab's gewusst. Zwei Tage brauchen wir noch. Moment, können wir die Erdbeeren da eigentlich? Ach, wir können die Erdbeeren... Och, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, weil es ja eh so geregnet hatte. Haha. Ja, cool. Erdbeeren sind eigentlich jetzt... Also eigentlich nichts von dem, was wir jetzt hier machen können, wäre jetzt wichtig, würde ich sagen. Ich persönlich... Also wenn jetzt natürlich kein Auftrag kommt, ne? Weil sonst, dann wird es natürlich wichtig. Aber ich persönlich würde sagen, wir machen jetzt hier mal alles mit Setzlingen voll. So.
Den Hopfen können wir auch einsammeln. Sehr geil. Und dann machen wir da nochmal einen neuen rein, würde ich sagen, oder? Zuckerrohr brauchen wir nicht. Baumwollsame. Ich hoffe, dass sich das bald erledigt hat. Ich möchte auch gerne noch ein zweites Tier kaufen. Würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Alkohol. Wobei ich nicht genau weiß, Granatapfelsetzling. Doch, das ist hier der, ne? Ja, okay. Dann haben wir Granatapfel, das. Zitrone haben wir noch dabei. Und, achso, da ist nur die Wolle drin. Ja, gut. Dann. Maulbeer. Ja, nee, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder Hopfen rein. Erstmal. So. Ja, ich gehe jetzt noch einen kurzen Moment in die Mine, wobei ich euch da eigentlich mitnehmen könnte, weil so lange wird es leider nicht werden. Oh, ich muss hier rein. Es ist draußen so laut und überhaupt. Den können wir kurz mitnehmen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt lieber das nehmen soll oder ob ich jetzt lieber auf Eisenerz gehen soll, weil ich glaube, hier drin finden wir keinen Schlüssel, so wie ich das mitbekommen habe. Wenn überhaupt, dann finden wir wahrscheinlich nur im Eisenerz einen Schlüssel. Zumindest habe ich bisher immer dort die Schlüssel gefunden. Ich habe aber auch bewusst hier diese anderen nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Nur da wir jetzt eh die Kohle brauchen, um für die Pergamente und so immer was zu machen. Und die Chance zwar sehr gering ist, aber eine Chance besteht, dass eventuell mal ein Juwel drin sein könnte. Da geier ich ja jedes Mal drauf, aber ich werde ständig nur enttäuscht im Moment. Ja, das ist halt das, was... endlich nochmal einer. Endlich. Dankeschön. Die können wir hoffentlich mit einem Schlag machen, ja. Leider kein Erz, aber ist nicht schlimm, weil jetzt haben wir nämlich keine Ausdauer mehr. Aber dann haben wir den letzten Schlag zumindest sinnvoll noch genutzt. Und jetzt kommt hier oben großer Fisch. Ihr wollt mich doch. Naja, können wir nichts machen. Zwei Tage brauchen wir jetzt noch, um die... also hier den Bereich zu machen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Neues rein in der Zeit. Oh, ich bin so aufgeregt, wenn das dann endlich gemacht werden kann. Moment, wir können aber noch mal kurz gucken, glaube ich. Können wir nicht noch Fischstäbchen machen? Oder haben wir die danach, davor gefangen? Nee, wir können. Ja gut, nur eins. Aber gut, immerhin. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann erstmal die Folge für heute beende. Ich bin total aufgeregt, dass wir dann endlich in zwei Folgen, wenn er denn da ist, Samstag, Sonntag, ja, wahrscheinlich können wir es nicht machen, weil er dann gerade nicht arbeitet. Also dann in drei Folgen, dass wir dann endlich unten die Sachen mit den Gemüsebeeten oder Beeten oder wie auch immer machen können. Und ich bin echt gespannt, aber ich gehe leider stark davon aus, dass wir da das so machen müssen wie hier links, dass wir die alle selber bauen müssen. Aber gut, werden wir dann sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ach so, nein, wir können doch gar nicht gehen. Ah, ich nehme alles wieder zurück. Wir müssen doch noch die Blumen machen. Dafür muss es natürlich Nacht sein. Ich stelle am besten jetzt schon mal direkt um auf Herausfordern. Dann dauert das Ganze nicht so lange. Das habe ich total vergessen. Wenn wir die Blumen schon einsammeln können, müssen wir die natürlich auch einsammeln. Und haben wir mit den Kindern heute schon gesprochen? I wish the island had roads. Not that there's a lot to see, I just want to drive a real car one day. Ja, wenn das so weitergeht, wirst du keins mehr fahren können. Dann haben wir nämlich bald keine mehr. Ugh, I hate the rain. I understand. It's not as fun to play outside. No, it's bad for business. Nobody feels thirsty when it's raining. Stimmt, wir müssen ja am Wochenende auch gucken, dass wir Limonade holen. What if we filled the onsen with noodles and made a million jillion plates of spaghetti bolognese? That would probably be enough to set a world record or something. And then we could eat it all to celebrate. Hat der jetzt gerade gerülpst? Das hat sich zumindest so angehört. Na gut, ich warte jetzt noch eben zwei Stündchen, bis unsere Blumen soweit sind und sehe euch dann gleich wieder.
So, wir holen uns die schönen Mohnblumen. Und ich weiß nicht, ob wir tatsächlich jetzt hier nochmal reingehen sollten. Ich meine, im Endeffekt, was Neues kommt wahrscheinlich eh nicht. Been to Ravenwood Hollow lately, Farseer? I visit Wesley's shop every so often. He does have the best parchment for miles round. Okay, das war, glaube ich, mal was Neues. I had a chat with Ario about what the fairy folk actually want for offerings. These days, even they have modern taste. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. You are forbidden to approach the Standing Stones. Why is that? It's not for you to know. Who is it for to know? That isn't your concern. Das sind so dämliche Dialoge teilweise. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Bewohner nicht direkt mitgelevelt werden, wenn wir doch mit denen auch hier die ganze Zeit reden. Cast any good incantation spells lately? No. Ugh, me either. I'm not very good at them. Potions though. I'm a killer. Ich glaube, ich weiß aber auch, wer die Grüne ist. Doch, ich denke schon. Also allein die Art, wie die reden, daran kann man schon sehr, sehr viel, denke ich mal, raushören. Oder ob die mit dem, also wie die eine das gerne gemacht hat, den Zeigefinger hochheben beim Reden und so. Das habe ich nämlich auch schon mal hier gesehen im Dorf. Ja, ja. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwann mal diesen dämlichen Tee bekommen. Damit wir da auch endlich mal weiterkommen. Aber ich denke mal, selber Tee machen können wir auch nicht, ne? Wir brauchen dann irgendwie die Vorlage dafür. Ich guck mal eben nach. Entsafter hätten wir höchstens noch. Die Frage ist nur, dass Säfte aus Öle und Öle aus rohen Obst und Gemüse extrahiert. Könnte ich nebenbei bemerkt übrigens auch bauen, fällt mir gerade ein. Färbebad wäre natürlich auch nicht schlecht. Glasschmelzofen. Butterfass. Dafür bräuchten wir dann die Milch, denke ich mal, ne? Mit dem Butter aus Milch oder Milchalternativen hergestellt werden kann. Wäre auch nicht schlecht. Ich meine, gut, Holz kriege ich schnell wieder rein, ne? Ich würde sagen, wir bauen das jetzt. Och, das ist so klein. Aber das kann ich nicht direkt an die Tür bauen. Okay. Ja, ich lasse es mal hier stehen, keine Ahnung. Und Metallwerkbank, gut, dazu müsste ich natürlich erstmal die Sachen haben. Kerzentauchstation bringt uns auch nicht so wirklich viel. Gärfass haben wir ja oben schon. Womit müssen wir das? Indem du hochwertigen Sand zu Glas verarbeiten kannst. Sand? Ich kann Lehm. Das ist doch Lehm. Ich wollte gerade sagen. Nee, Moment, ich muss Lehm bezahlen dafür. Okay. Raupenkiste. Entsafter, das war's. Dann stell. Ach, der ist auch so klein. Warum sind die Dinge alle so klein? Ja, dann würde ich sagen, drehe ich den mal so. Dann hängt der aber irgendwie komisch da drin. Aber gut, wenn das passt, dann ist es okay. So, müssen wir halt nur wieder Holz besorgen. Aber das ist ja nicht schlimm. Oliven. Ach so, dafür brauche ich dann die Oliven. Äpfel, ja gut, das kann ich dann ja machen. Traubensaft können wir so noch nicht machen. Orangensaft, das ist natürlich cool. Möhren. Möhren hatten wir, glaube ich, am Anfang schon mal, ne? Butter können wir herstellen aus Milch. Würde ich sagen, machen wir mal einmal. Geht auch sehr schnell. Also in dem Fall ist das jetzt, wenn wir das für eins, komm, wir stellen noch eins her. So, falls wir das mal für irgendein Rezept brauchen, dass wir das direkt haben. Ja, aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, aber steht auf entspannt. Ja, genau, das wollte ich gerade noch wissen. Ich gehe jetzt ins Bettchen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.